Ich werde euch ein bisschen eben Medikamentenmischkonsum bei Jugendlichen, die Situation und Hintergründe in der Schweiz ein bisschen näher bringen. Ich denke nicht, dass es in Deutschland sehr große Unterschiede gibt. Vielleicht gibt es Unterschiede bei den Produkten, die im Umlauf sind, weil ich darauf zurückkomme. Aber ich denke, dass es sicher eine Situation ist, wahrscheinlich nicht sehr viel anders. Okay, können wir zum nächsten gehen? Ich werde euch was sagen zu Todesfällen, Medienaufmerksamkeit, eigentlich wie das ganze Thema aufgekommen ist in der Schweiz. Epidemiologische Zahlen so in der Schweiz und ein bisschen auch in Deutschland. Dann, welche Medikamente sind betroffen, also welche sind die, über die gesprochen wird, die Motivation von Konsum, was die Musikszene damit zu tun hat, wie kommen die Jugendlichen überhaupt zu diesen Medikamenten. Dann ein paar Worte zu Prävention strukturell, wo wir dran sind, und Prävention individuell. Da werde ich nur ein paar Sachen kurz ansprechen und da werden wir im Workshop dann noch mehr darüber sprechen. Also im Anfang 2020 kam ein Artikel in der Zeit, in der Schweizer Ausgabe der Zeit, zu, dass es in der Region Basel so ein paar in jeder Gemeinde gab es so Jugendszenen, die stark Medikamente konsumierten und das auch ein paar Todesfälle gegeben hat. Und das sind viele aufmerksam geworden auf dieses Problem. Und dann im Verlauf von 2020 gab es noch mehr Aufmerksamkeit durch weitere Todesfälle in den Medien, vor allem in der Region Basel, Zürich und Luzern waren da betroffen. Da gab es auch eine Umfrage des Schweizer Fernsehens bei den Kantonspolizeien. Es waren mindestens 33 Todesfälle, haben sie repertoriert in 3 Jahren, zwischen 2018 und 2020. Also Todesfälle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre aufgrund von Medikamenten. Meistens war das Medikamentenmischkonsum auch mit anderen Substanzen, sei es Alkohol, Cannabis und auch Kokain und so weiter. Also meistens, wenn es ganz gefährlich wird, ist der Mischkonsum eigentlich da das Gefährlichste dran. Also wir gehen aus eigentlich von 40 bis 50 Todesfällen in diesem Zeitraum. Hochgerechnet auf Deutschland wären das etwa 400 bis 500 Todesfälle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Seither ist die Aufmerksamkeit ein bisschen wieder zurückgegangen. Laut meinen Informanten ist das Problem aber noch da. Teilweise auch, ich habe gerade mit einem Jugendstaatsanwalt geredet, der hat gesagt, teilweise gab es auch dieses Jahr einen Umstieg auf, in Anführungszeichen, weniger gefährliche Produkte, Kokain und Amphetamin. Einige Jugendliche so ein bisschen kalte Füße bekommen haben, als es immer mehr Todesfälle gegeben hat, dass er eigentlich eine Bewegung zu als bewährten Stoffen wieder stattgefunden hat. Aber wie viel das ist, das können wir nur mutmaßen eigentlich. Okay. Dann eigentlich die einzigen Zahlen, die wir wirklich haben in der Schweiz, ist die HBSC-Untersuchung, Health Behavior in School-Aged Children, die alle 4 Jahre stattfindet. Die letzte gab es in 2018. Da haben 4,1% der 15-jährigen Mädchen und 4,5% der gleichaltrigen Jungen schon Medikamente zur Berauschung, haben angegeben, schon Medikamente zur Berauschung eingenommen zu haben. Wir sehen da in der Grafik auch eine starke Zunahme, vor allem bei den Jungs seit 2006. Wir kennen die Gründe nicht, es gibt nur Hypothesen. Die Jungs haben zuerst mal stark auch Cannabis konsumiert. Mädchen nicht so stark. Es kann sein, dass die Verfügbarkeit von Medikamenten, vielleicht auch der verstärkte Druck in der Schule dazu geführt haben, dass auch Jungs jetzt mehr Medikamente einnehmen,
Früher waren es mehr Mädchen, aber jetzt, dass diese Jungs auch draufgekommen sind. Also das sind alles Spekulationen. Problem in der Schweiz, vielleicht in Deutschland auch, das weiß ich nicht genau, ist der Datenmangel. Seit 2016 werden nur noch wenige Studien, epidemiologische Studien durchgeführt durch den Bund. Wir haben nur noch die Schweizerische Gesundheitsbefragung in der Gesamtbevölkerung, die alle 5 Jahre stattfindet, und die HBSC-Befragung unter den Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren. Und that's it. Und da gibt es ein Riesenloch im Moment in der Schweiz. Okay, können wir zum nächsten kommen? Da ein bisschen Blick ins Ausland, vor uns gesehen ins Ausland. Es gibt da den ESPAT, den europäischen ESPAT-Bericht zum Konsum, wo der auch den Konsum unter den 15- bis 16-jährigen Jugendlichen im Bereich Medikamente unter die Lupe nimmt. Da sehen wir eigentlich in allen die Schweiz umgebenden Ländern ein eher höheres Niveau des Medikamentenkonsums, aber über die Zeit stabil. War nicht so ein Anstieg wie in der Schweiz zu sehen. Ich habe noch ein paar Zahlen aus Deutschland. So jetzt eben da in der gleichen ESPAT-Studie haben 10% der 15- bis 16-Jährigen angegeben, schon mal Medikamente ohne Beschwerden eingenommen zu haben, also für nicht medizinische Zwecke. Ist nicht ganz vergleichbar mit der Schweiz, wo ja gefragt wurde, wurden Medikamente zur Berauschung eingenommen. Und es gab da in Deutschland, das Resultat war Beruhigungsmittel 7,7%, Schmerzmittel 4,4% und Anabolika 0,4%. Interessant ist auch die Zunahme der Verschreibungen von Tilidin in der Gruppe von 15- bis 20-Jährigen. Da gab es eine Steigerung. Die Grafik, die zeigt die Gesamtbevölkerung. Da gab es auch eine starke Steigerung in den letzten 10 Jahren. Bei den Jugendlichen ist in den letzten Jahren aber eine Steigerung ersichtlich auch. Die Frage, welche Medikamente eingenommen werden, das ist auch im Moment noch sehr im Dunkeln. Wir haben einfach die Hinweise aus Gesprächen mit Fachstellen, Staatsanwaltschaften, auch Reportern von Medien und so, die in der Szene sich rumgehört haben und so weiter. Das heißt, neue Studienergebnisse mit konkreteren Angaben werden in der Schweiz im nächsten Jahr rauskommen. Da gibt es vertiefende Untersuchungen, die im Moment gemacht werden. Da ist Dominik Schnurz, der nachher auch noch reden wird, auch daran beteiligt. Wir gehen im Moment hauptsächlich von folgenden Medikamenten aus. Es sind Beruhigungsmittel, vor allem Benzodiazepine, zum Beispiel Xanax, die sehr in sind, Hustensirupe auch, vor allem mit Codein oder Dextromethorphan, zum Beispiel Macatusin, werde ich nachher auch wieder noch vertieft darauf zurückkommen, und dann auch Schmerzmittel auf Opioidbasis. Das heißt, auch Schmerzmittel, die integriert sind, dann auch in Krebsmedikamenten zum Beispiel. Ich habe bewusst jetzt mal Ritalin nicht reingenommen, weil Ritalin ist zwar auch stark verbreitet, leicht zugänglich, aber es bereitet nicht die großen Probleme, die die drei genannten Medikamente jetzt bereiten. Und natürlich gibt es immer noch ein paar weitere Kategorien, aber wir haben da nicht so viel Zeit, um alles genauer anzuschauen. Also das heißt, die ganze Präsentation bleibt leider ein bisschen oberflächlich, aber Vertiefung, Fragen kann ich ja dann später noch beantworten. Okay, next, genau. Beruhigungsmittel. Habe ich gesagt, Benzodiazepine, Xanax, Temesta und so weiter, Z-Drugs, so auch, die ähnlich wirken, Zolpidem und so. Oft werden die genommen, von gewissen Jugendlichen, um sich zuzudröhnen, eigentlich, um abzuschalten, auch um Ängste zu unterdrücken.
Gefahren sind einerseits Vergiftungsrisiko, dann auch oft eben Misch- und Parallelkonsum mit Alkohol, Cannabis und so weiter. Dieser Mischkonsum kann eine Extremsedierung auslösen, so mit der Atem- oder Herzstillstand. Das sind eigentlich die hauptsächlichen Todesfälle, die wir gehabt haben, sind auf Atem- und Herzstillstand zurückzuführen. Das, was wir wissen darüber. Dann auch hier das Risiko vom Kauf auf dem Schwarzmarkt. Der Inhalt ist oft unklar, selbst wenn es original, nach Originalverpackung aussieht. Oft weiß man trotzdem nicht, was drin ist. Dann auch diese Beruhigungsmittel, Benzodiazepine, die lösen eine schnelle Abhängigkeit aus mit einer Toleranzentwicklung. Also das heißt, dass man auch immer mehr davon braucht. Okay. Hustensirupe, das sind solche mit Codein drin, wie Macatusin oder Dextromethorphan, zum Beispiel Bexin. Das sind solche Hustensirupe, die normalerweise gebraucht werden, um einen Hustenreiz zu dämpfen. Die werden aber oft gebraucht als Basiszutat für Lean, sogenanntes Lean oder Purple Drank, wie das genannt wird. In der Hip-Hop-Szene, also ein Gemisch von Hustensirup mit Limonade. Und das wird meistens eigentlich im Nachtleben von Jugendlichen eingenommen. Es gibt so ein Wolkegefühl, also eine Dämpfung der ganzen Funktionen. Gleichzeitig ist es auch euphorisierend. Dextromethorphan ist dann auch oft mit Halluzinationen und solchen Zuständen, die gesucht werden, verbunden. Die Gefahr ist oft eine Überdosierung oder Misch- oder Parallelkonsum mit Alkohol, Parallelkonsum auch mit Cannabis. Auch das kann eine Extremsedierung auslösen mit Atemdepression und Atemstillstand. Auch hier Kauf auf dem Schwarzmarkt, da bedeutet meist auch Unklarheit über was wirklich drin ist. Und auch hier Möglichkeit der Abhängigkeit, aber das oft nur im Nachtleben gebraucht wird und das eben vielleicht ein, zweimal pro Woche, je nachdem, ist die Gefahr ein bisschen weniger groß als bei den Benzodiazepinen für Abhängigkeit. Zum nächsten, ja, danke. Dann haben wir die Kategorie der Schmerzmittel, Opioide sowie Oxycodon, Morphine und so weiter. Zum Teil eben, wie gesagt, auch in Krebsmedikamenten vorhanden. Die Wirkung ist da eigentlich vergleichbar mit Heroin auch. Das heißt auch Gefahren der Überdosierung, Gefahr gleich auch Misch-Parallelkonsum. Auch wieder hier Atemdepression. Auch dasselbe mit Schwarzmarkt und eine rasche Abhängigkeit. Hier gibt es wirklich eine rasche Abhängigkeit, weil diese Produkte eben sehr stark abhängig machen können. Gut, zum nächsten. Motivation. Ich greife da ein bisschen auch vor zum Workshop von nachher. Wir haben es ein bisschen kategorisiert. Es gibt natürlich andere Motivation auch, man kann es auch anders nennen. Zu Beginn ist es oft auch Neugierde, so was die Freunde nehmen, manchmal eben oder oft auch das, was in der Gruppe dazugehört. Da braucht es nicht mal Gruppendruck dahinter zu sein, sondern einfach, es gehört dazu auch. Dann experimentieren, um etwas zu erleben. Mischkonsum oft mit anderen Stoffen, nehmen auch mal gerade was gerade rum ist. Oft sagen sie ja, Hauptsache es fährt ein, Hauptsache es hat einen Effekt. Es gibt da solche, die extrem experimentieren oder eben auch schon einfach irgendein Gefühl haben wollen, um überhaupt rauszukommen. Also ich habe vom Jugendstaatsanwalt hat mir erzählt, eine Zeit lang, Anfang des Jahres, war sogar Gemische zwischen Kokain und Kerosin in. Also das heißt, einfach wirklich flüssig das Ganze gemixt und dann runtergeschluckt und da gesagt, wenn ihr es länger nehmt, dann sind sie garantiert tot.
Also Sachen, die zum Teil die Risiken gar nicht mehr abgeschätzt werden, sondern einfach nur noch genommen wird, um irgendwas zu erleben. Dann haben wir die Party-Szene, eben Rauschzustände erleben, oft eben Hip-Hop-Szene auch. Da wird eben Codein genommen, Mischkonsum mit Alkohol eben leider wieder. Das heißt einfach irgendwas zu erleben, Rausch zu erleben, das ist das Wichtigste da. Dann Motivation können auch sein, eben Angst und negative Gefühle zu bekämpfen. Das wird oft mit Benzodiazepinen oder Opioiden geschehen. Es gibt solche, die sagen, ja, nur so komme ich überhaupt mit dem Leben und Druck noch zurecht. Dann gibt es weitere, die gehen noch Schritt weiter. Eigentlich, die wollen sich wirklich zudröhnen, abschalten, die nehmen einfach, um ihnen nichts mehr zu spüren, um rauszukommen aus dem ganzen Druck, dem ganzen Stress, den sie erleben. Kann sein mit der Schule, kann sein mit den sozialen Medien auch. Da ist alles gefragt: Benzos, Codein, Opioide und was halt dann gerade noch rum ist. Dann ist die Frage der Musikszene. In der Schweiz, im Englischsprachen, die zum Teil sich bedient mit englischsprachigen Raps, aber auch in der Deutschschweiz mit deutschsprachigen Raps, die hören dann auch eben wie in der Szene dann Xanax und so weiter und Lean auch besungen wird. Und wir sehen, dass hier die Popkultur schon immer den Substanzkonsum beeinflusst hat. Also in den USA in den 90er Jahren kamen dann die Opioide auf, Schmerzunterdrückung passt eigentlich zu diesem Schmerz der Ghettos, wo die Hip-Hop-Kultur auch herkommt. Und das hat sich dann auch vermischt. Also Codein in Form von Lean, Purple Drank, ist dann reingekommen. Und das sind zentral dämpfende Medikamente und die passen gut zum Lifestyle der neu etablierten Musikrichtung innerhalb des Hip-Hop, zu den langsamen, spacigen Drums, gedämpften Bässen und so. Also das heißt, eine Musik, die eigentlich zum Rhythmus, den Lean und Purple Drank vorgeben, passt. Oder? In Deutschland ist ja auch Tilidin unter den Jugendlichen stark verbreitet. Das heißt, dort wird Tilidin dann auch besungen. Und in der Schweiz ist das nicht richtig oder nicht wirklich angekommen. Es ist ein Randphänomen, Tilidin. Bei uns ist eher Xanax und Lean sind die vorherrschenden Substanzen dann. Das heißt, Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fertig. Kannst du mal kurz zurück? Ja, genau. Das heißt, die Jugendlichen nehmen das, was in der Gruppe dazugehört, eben auch ohne Gruppendruck. Die Frage ist dann, aber wer dieser Medikamententrend und Jugendlichen auch ohne das entstand, ohne das Aufkommen in der Hip-Hop-Szene, das können wir heute so nicht sagen. Es kann sein, dass es trotzdem gekommen wäre. Aber die Musikszene hat sicher auch einen Einfluss. Gut, dann ist die Frage, woher haben die Jugendlichen diese Medikamente? Nach unseren Informationen ist oft zuerst mal beim Ausprobieren der Medikamentenkasten der Eltern, wo solche Medikamente vorhanden sind. Dann auch im Freundeskreis, die solche Medikamente dann im Freunde, die es dann weitergeben. Social Media, es gibt ganze Social Media Kanäle, die solche Medikamente weiterverkaufen. Die haben sie zum Teil aus dem Darknet, zum Teil auch aus Online-Apotheken im Ausland. Und da haben wir erfahren, dass zum Teil sogar das Problem, also immer öfters vorkommt, dass das Jugendliche die Kreditkarte der Eltern und deren Codes klauen und dann in Online-Apotheken im Ausland damit einkaufen. Dann gibt es auch den Schwarzmarkt, Dealer, also die haben früher andere Drogen im Angebot gehabt und jetzt, weil die Nachfrage kommt und auch das Angebot da ist von Medikamenten, da haben die dann auch einfach Medikamente mit dabei.
Dann Apotheken in der Schweiz gibt es Rezeptpflicht für Benzos und Opioide, aber nicht für kodeinhaltige Medikamente. Das heißt, wir haben auf der einen Seite für Benzodiazepine und Opioide manchmal gefälschte Rezepte, die im Umlauf sind. Beim Codein gab es bis jetzt eigentlich gar keine Kontrolle. Vor 2 Jahren hatte die Schweizerische Arzneimittelbehörde eine Höherstufung beschlossen. Das heißt, dass kodeinhaltige Medikamente nur noch nach Beratung durch den Apotheker oder die Apothekerin und mit Aufzeichnung durch die Apotheke abgegeben werden kann. Und ge selbst ge gegen diese minimale Sicherheitsvorkehrung haben einige Produzenten dann Rekurs eingereicht vom Bundesverwaltungsgericht und jetzt sogar vom Bundesgericht. Das heißt, immer noch angefochten. Inzwischen haben einige Kantone Weisungen rausgegeben an die Apotheken, dass eigentlich solche Medikamente nur noch gegen Rezept verkauft werden sollten. Und die meisten halten sich daran, aber es gibt halt trotzdem noch Apotheken, die das ohne Kontrolle weiterverkaufen. Okay. Dann strukturelle Prävention. Da ist die Frage eben, was kann man überhaupt machen? Bei den Hustensirupen sollte eben eine bessere Kontrolle stattfinden durch die Höherstufung. Frage ist, ob das genügt. Frage ist, ob nicht eine generelle Rezeptpflicht eingeführt werden sollte. Das heißt aber, dass eigentlich alle, die diese Medikamente brauchen, um trockenen Husten, starken Husten zu bekämpfen, die dann eigentlich ein Rezept brauchen dafür. Die Kantonsapothekerin vom Kanton Waadt hat gesagt, eigentlich sollte sie würde sogar dafür plädieren, dass solche kodeinhaltige Medikamente in die Betäubungsmittellisten reinkommen, die eigentlich nur mit einem speziellen Rezept noch abgegeben werden können, damit eine koordinierte Kontrolle innerhalb der Kantone stattfinden kann. Dann ist die Frage, ja, kann man Betreiber von sozialen Netzwerken in die Pflicht nehmen? Das ist aber eigentlich schwierig. Aber eigentlich, was am besten wirken würde, wäre halt die Nachfrage zu senken. Und da wären wir bei der individuellen Prävention. Das kann sein über Eltern. Wer kann da einwirken? Das sind die Eltern, das sind Schulen, das ist vielleicht die Straßensozialarbeit, das ist die Suchthilfe, das Sensibilisierung durch Ärzte und Apotheken. Ja, da fragen wir uns ja, welche Wege müssen beschritten werden und wo muss der Hebel angesetzt werden. Aber da kommen wir dann im Workshop noch mehr drauf zurück.